Hallo. 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 Seid ihr mit dem Song gut hingekommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin echt froh, dass du uns dann den alten Song weggenommen hast. Ja, ja, damit wir ein bisschen mehr performen könnten, ja? Ich habe gestern mit den Mädels ein spezielles Ritual gemacht, damit wir Energie erhalten, um das noch besser hinzubekommen. Blut, Eier, Fleisch. So, ich setze dich mal ab und hier habe ich eine Voodoo-Puppe gebastelt. Eine Voodoo-Puppe. Und diese Voodoo-Puppe soll jemanden aus der Jury demonstrieren. Ey, bitte nicht mich, lass mich, bitte, bitte nicht. Ey, der hat ja ein Cap. Achso, der hat ein Cap. Und man sieht auch pink, wie du heute angezogen bist. Pink Penis. Ist auch dein bestes Stück, so. Und hoffentlich ja, nicht. Diese Voodoo-Puppe wird auch hier zusehen und dann wird sich auch entscheiden, ob sie geopfert wird oder nicht. Genau. Okay, also der Song Street but Psycho passt, finde ich. Ich bin gespannt, ob ihr den richtig rüberkriegt. Viel Glück. Vielen Dank. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, she's left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse without a blessing. She makes you beg without a reason. I can play you back without a second. You girl my foe, I love it going on. No, you better know, no, no. Better lives you know, no, no. You better know, no. Than saying yes, yes, yes. Cause you're messing with your head. Oh, she's foot to the psycho, a little bit psycho. And then she say, mama, mama, mama. Oh, she's hot in a psycho, a little bit psycho. And then she say, mama, mama, mama. Grab your cup, kinda crazy. You're looking amazing. And people say, run, don't walk away. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. And since you're screaming, na 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 na. Just like me, you're out of mind. I know it's strange, we're both the crazy kind. You're telling me that I'm insane. Boy, don't pretend, cause you don't know the pain. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's sweet but a psycho, she's left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a kind, crowd sort of crazy. She's poison but tasty. And people say, run, don't walk away. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. And now she's screaming, mama, 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 my. Ja! Mädels, eine schwere Sache. Ich finde ehrlich gesagt, dass keiner es so richtig mega gemacht hat. Bei Lydia war ich eigentlich so ein bisschen überrascht, dass du es für deine Verhältnisse echt gut gesungen hast. Und das Outfit, da kriegst du von mir irgendwie den ersten Preis heute. Danke, Dieter, weil das war unbedingt mein Wunsch, dass nachdem du mir den Denkzettel verpasst hast, dass ich dich ein bisschen überraschen kann. Nein, das war schon schön, wie du heute angehst. So passt du auch nach Afrika. Du bist quasi so meine kleine Lady Gaga von DSDS. Nicht die größte Sängerin, aber es war schon okay. Ja, Lydia, sehr auffällig. Du bist einfach crazy. So, das ist super hier. Man muss hier nicht der beste Sänger sein, man muss einfach das Gesamtbild bestimmen. Danke, Pietro. Hey, eigentlich kannst du ihn noch stehen lassen, ne? Du hast gutes Lob bekommen. Ja, ja, ja. Ich habe nur zu ihm gesehen. Ne? Okay. Aber stimmlich hat mich das, also um es auf den Punkt zu bringen, von keinem überzeugt, richtig. Okay. Lorna, ich hatte heute tatsächlich so ein bisschen ein Problem mit deiner Ausstrahlung. Weil es wirkte für mich verbissen, es wirkte für mich viel zu kühl eigentlich. Für mich heute hast du den besten Gesang geliefert, Lydia. Ich fand deine Stimme super, ich fand, das hat alles, war alles im Einklang. Bei euch beiden tatsächlich war es nicht so ganz, was ich so erwartet hätte.
Okay. Bei dir war der Gesang heute ein Tick besser, Vanessa, aber es ist immer noch nicht so, dass ich denke, wow, Wahnsinn. Danke, Mädels. Danke. Danke. So, den nehme ich erstmal wieder in Gewahrsam. 2 Chancen hast du noch, um ihn abzustechen. Es war nicht so ganz die beste Performance vielleicht von mir, von der Stimme her, aber die Jury weiß Bescheid, was die da macht. Sehr zufrieden mit meinem Auftritt und das hat die Jury auch genauso gesehen. Ich habe mir die Kritik letztens sehr ernst genommen und habe mir viel Gedanken darüber gemacht, was ich alles ändern kann und verbessern kann. Und anscheinend ist mir das gelungen.